Hallo meine Lieben, ich bin Adel der Reisende und ich lebe in meinem Camper mit meinen zwei Hunden Gordy und Buddy. Komm mal hier, komm mal hier, Buddy. Ah, er will jetzt nicht, da stehen zwei Ziegen, die sind jetzt interessanter. Und wir sind im Süden von Kreta hier, fast im Südwesten, bei der Aradena-Schlucht, wo wir gestern durchgelaufen sind. Richtig schöne, tiefe Schlucht. Und da habe ich ja über den aktuellen Wandel gesprochen, was wir tun können oder was viele schon machen, um uns selbst zu befreien quasi oder unabhängiger, freier zu werden. Und den Weg quasi in die neue Zeit, in die neue Welt zu kreieren. Und heute möchte ich darauf aufbauen, und zwar über die kosmische Hilfe, sage ich mal, von außen sprechen. Und ich möchte zwei Channelings von der lieben Wally, einer lieben Abo-Freundin, ich kann schon sagen, Freundin. Wir tauschen uns rege aus. Also wir haben einen regen Austausch. Und ab und zu schickt sie mir so ein Trance-Speaking oder Channeling, das quasi eine Botschaft enthält für die Menschheit. So fragt sie das auch ab. Und dann kriegt sie auch eine gute Botschaft, die auch sehr wichtig ist. Und da ich mit meinem Kanal halt viele Menschen erreiche, kann ich das dann einfach nicht bei mir liegen lassen. Dann muss ich das weiterteilen und werde das dann wiedergeben, wenn wir gleich am Marmaris-Strand sind, so ein Marmorstrand mit Marmorplatten. Da bin ich mal gespannt, wie das da aussieht. Ich habe mich nicht so erkundigt, aber das sind Marmorsteine im Meer, die vom Meer glatt gespült sind. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall hier die Küste oben entlang wandern. Das ist eine Steilküste. Das sieht sehr waghalsig aus. Da nehme ich euch jetzt mit. Und ja, meinen Neffen Julian, den lasse ich jetzt hier. Den stelle ich vielleicht später vor. Er ruht sich noch ein bisschen hier aus. Oder muss noch ein bisschen arbeiten. Ja? Tschüssi! So, wir gehen los. Also ich habe mir jetzt mal überlegt, wie ich das rüberbringe, diese zwei Channelings. Ich probiere mal was Neues. Und zwar werde ich das erste Channeling von der Wally jetzt einblenden, während dieser schönen Wanderung hier an der Küste mit den wundervollen Bildern von der Natur und dem Meer, und danach kurz drauf eingehen, nochmal in meinen Worten, und dann das zweite Channeling mit der Botschaft der geistigen Welt auch mit meinen eigenen Worten wiedergeben und auch nochmal meine Gedanken mit euch dazu teilen. Und dann sind wir bei Marmaris an dem wunderschönen Strand und direkt am Ende der Schlucht, der Adena-Schlucht, die ich dann auch noch zeigen möchte. Okay, los geht's. Okay, also hier beginnt diese Wanderung. Geht schon steil bergauf. Ich möchte noch ein Wort zum Channeling verlieren, sage ich mal. Und zwar, lasst euch auf die Energie ein, die dabei übertragen wird. Sie ist spürbar für feinfühlige Menschen. Und zwar kann die dich in eine höhere Schwingung bringen. Und ja, würde mich mal interessieren, ob das einige von euch spüren. Gerne schreibt mir da später einen Kommentar zu.
bin nun bereit, eine Botschaft zu empfangen für die Menschen. Um zu verstehen, was momentan hier auf Erden geschieht und was ihnen dienlich ist, was sie tun können in der Leichtigkeit. Ich gehe nun einen Schritt vor in das weiße Feld, um eine reine, klare Botschaft mit reinem Herzen zu empfangen. Viele Botschaften wurden an dich herangetragen. Und nun sitzt du hier ein wenig und möchtest alles besser zusammengefasst haben. Wieder für die Menschen, wieder für die Menschheit. Öffnest du dich und bist bereit nun zu empfangen. Was hier auf Erden geschieht, möchtest du wissen, was die Menschen in der Leichtigkeit tun können. Was hier geschieht, es ist die Veränderung der Erde, die Veränderung des ganzen Kosmos und des ganzen Universums. Es ist ein langer Prozess und nun stehen wir oder steht ihr unmittelbar davor, es mit eurem Auge zu sehen, was hier geschieht. Vieles wurde verdeckt, niedergehalten, klein gehalten. Und doch gibt es nun unzählig viele Menschen, wo bereits spüren in sich selbst, dass das alles, wir möchten dir sagen, alles gar nicht der Wahrheit entsprochen hat, so wie es an euch herangetragen wurde. Und nun sind schon sehr viele Menschen erwacht, lichtvoller, bewusster. Und diese Menschen tragen dazu bei, dass nun diese Zeit diese neue Erde erwacht. Es ist auch so, ihr dürft euch geschützt und behütet fühlen. Ihr, die bereits lichtvoll unterwegs seid. Und ich möchte so für euch sagen, ihr, wo einfach gespürt habt, dass in eurem Innersten euch etwas ruft, eure eigene Wahrheit euch ruft, diesen Weg zu gehen und zu wählen. Es wird nur noch leichter für euch alle. Und doch sind nun im Moment noch alle hier auf Erden, auch die, wo so, ich möchte sagen, sich dagegen stellen, gegen das Licht, sich wehren, unbewusst sind. Sie können es noch gar nicht spüren oder fühlen, diesen leichten Weg, lichtvollen Weg. Und wie wir euch schon gesagt haben, jeder hat seinen freien Willen. Und auch die Menschen, wo bereits bewusster unterwegs sind, mögen sie Vorbild sein für die anderen. Ihr Licht leuchten lassen, strahlen lassen in die Welt. Somit wird es auch den einen oder anderen erreichen. Momentan sind so viele Fragen offen von euch. Doch wenn ihr wieder ganz in euer Herz hört,
dort stellt ihr keine Fragen, dort seid ihr verbunden zu euch selbst, zu eurem höheren Selbst und zum Göttlichen. Das ist es, was nun, ich möchte sagen, zählt. Geht euren eigenen Weg weiter voran. Und das andere wird sich dann zur gegebenen Zeit auflösen. Das Außen, das Schwere. Das nun auch ein wenig gar nicht mehr passt in das schöne neue Zeitalter und in diese schöne neue Erde. Und entsteht oder entstanden ist, es ist so ein wenig zeitgleich. Das Alte hängt noch ein wenig fest und das Neue ist bereits geboren. Für die einen ein wenig mehr sichtbar und für die anderen weniger. Und doch wird ein Ereignis auf Erden kommen, damit auch die Menschen, was sich jetzt im Moment noch dagegen stellen, erkennen können, dass es etwas gibt, was gibt, wo sie bis jetzt die nicht annehmen konnten, sehen konnten, spüren konnten. Das wird es sein, was nun hier auf die Erde kommt. Für die einen mehr sichtbar, für die anderen weniger. Doch es wird für alle sichtbar sein. Und nun danke ich dir für die weitere Möglichkeit. Durften wir doch dich jetzt wieder diese Information durchgeben. Wann immer du möchtest. Komm zurück, wir sind hier. Wir möchten dich unterstützen, wir möchten die Menschen unterstützen. Ich möchte dir noch sagen, ihr habt viele Menschen, die euch unterstützen und auch viele andere Operationen oder Sternenvölker oder Göttliches, die euch unterstützt. Seid euch gewiss. Gegen euch zu fühlen. Und wir schließen das Ganze. Und nun bedanken wir uns mit dir und grüßen aus dem Lichte. Ein sehr angenehmes Gefühl spüren, was so in Worte schwer auszudrücken ist. Und ich danke euch recht herzlich für diese Information und ziehe nun meine Energie ganz langsam wieder zurück. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich lasse es einfach so stehen und werde ein bisschen hier am Strand von Marmaris genießen. Man sieht diese weißen Marmorblöcke. Das ist Marmor. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, aber es ist auch schön hier. Allerdings kommen jetzt langsam Wolken. Ich habe das Gefühl, weitergehen zu müssen. Und zwar, da hinten beginnt die Schlucht. Und da werde ich dann einfach das zweite Channeling aufnehmen. Für euch. Das Licht ist bereits auf Erden angekommen. Es umkreist die Erde bereits. Es umkreist und auch Gebiete wurden bereits mit Licht durchflutet. Und du möchtest nun wissen, was es für euch Menschen bedeutet, was heute für euch. Du wolltest wissen, ein wenig dienlich ist,
menschlicher Sprache ausgedrückt. In menschlicher Sprache ausgedrückt. Ihr seid nun bereits an diesem Punkt angekommen, an diesem Scheideweg, der im Lichtvollen weitergeht. Einige sind bereits dort vorausgeeilt und einige, ich möchte es so nennen, spüren dieses Licht oder diese starke Veränderung in sich, doch können sie es nicht genau einordnen oder ich möchte lieber sagen, ein wenig so, sie können sich diese Veränderung in sich selbst wie ein wenig nicht ganz erklären, nicht ganz in Worte fassen, was da geschehen ist. Es braucht nicht immer Worte dazu. Die Gefühle werden nun intensiver, feiner und auch telepathischer. Telepathisch die Verbindung spüren und vertrauen auf diese tiefe Verbindung, wenn du es tief im Herzen spürst. Dort gibt es wie kein Verblenden. Dort kannst du spüren, fallgenau, dass diese Verbindung eine wahrhaftige ist. Und doch gibt es auch viele andere noch hier auf Erden, die wohl noch ein klein wenig, ich möchte sagen, sich weigern, den lichtvollen Weg zu gehen. Es liegt in ihrem Ermessen, es ist ihr freier Wille, wohin sie gehen, wohin es sie führt. Doch hier auf Erden wird nur der lichtvolle Weg überleben. Viele können diesen Worten, ich möchte sagen, von ihrem Bewusstsein her noch gar nicht folgen, da ihr Bewusstsein noch ein wenig stark vernebelt ist. Ich habe zwar gesagt, ein wenig und stark, es ist ein wenig und stark vernebelt. So ist es. Und auch ist es nicht für jeden die Aufgabe, alles daran zu setzen, um jemanden, der wo, wie ich möchte sagen, widerwillig den lichtvollen Weg geht, ihn daher zu zerren und diesen Weg gehen zu lassen oder zu zwingen, diesen Weg zu gehen. Jeder Mensch hat seinen freien Willen, so wie du, hat auch er seinen freien Willen. Und jeder entscheidet selbst, wohin er geht, wohin er sich führen lässt. Viele haben das Gefühl, es geschieht wie gar nichts oder es geschieht sehr viel, nur für viele oder für wenige. Schau nicht zu viel im Außen, schau auf dich wieder. Konzentriere dich auf dich im Innersten immer wieder. Lass das Außen los, egal wer wo geht. Egal wer wo steht, achte auf dich selbst. Es ist nun deine Aufgabe, deinen Weg zu spüren, zu fühlen und zu gehen. Und somit bist du im Licht voll und gehst voran. Und dieses Licht steckt unweigerlich viele Menschen an. Du brauchst gar nicht so viel darüber nachdenken oder dich darum kümmern. Es geschieht einfach, wie es geschieht. Sobald du ganz diesen lichtvollen Weg vorangehst, werden auch andere daraus damit angesteckt, mit dem Lichte. Und somit immer mehr, immer mehr, immer mehr.
Es ist bereits hier. Und doch für viele noch gar nicht sichtbar. Lass auch dieses, ich möchte sagen, ruhen, wie es ist. Es ist nun. Dieses Gefühl des Durchatmens in dir angekommen. Und genieß es. Genieß dieses Gefühl des Durchatmens, des freien Atems, der Verbundenheit. Nun sage ich, ciao, hau, danke, warst du wieder hier, hast mich nochmals gefragt, wann immer du möchtest. Komm hierher zurück. Ich bin hier, wir sind hier. Ich danke dir nun. Von Herzen, mein Kind, geh voran. Ja, das war jetzt die zweite Botschaft. Und du musst sagen, es passt einfach so sehr auch hier zu meinem letzten Video und auch zu meinen vorigen Videos, wo ich dann auch immer mitteile, dass wir die Veränderung sind, dass es schon bereits geschieht. Wir werden von Licht durchflutet, von der Sonne, Sonnenwinde, Sonnenstürme, Sonneneruptionen, wie auch immer wir das nennen. Es kommt auf die Erde, es prallt auf die Erde, so wie auch letzten Vormittag oder morgen in frühen Stunden. Also die einen merken das mehr, die anderen weniger. Die schon weiter an sich gearbeitet haben, im Bewusstsein oder Schattenthemen gelöst haben, die spüren das. Ich merke das auch immer mehr. Ich werde immer feinfühliger und es arbeitet in uns. Wir werden auf den großen Aufstieg in die fünfte Dimension vorbereitet. Unsere DNA wird umstrukturiert und wir werden immer feinfühliger, unsere Gaben werden immer offensichtlicher. Wir können telepathischer werden. Die einen sind es schon. Ja, so wie die Wally, die kann sich so telepathisch mit der geistigen Welt verbinden. Und es geschehen wundersame Dinge. Wir werden so geführt. Ich spüre auch, dass ich Ereignisse in mein Leben ziehe und Menschen. Das ist schon fünfte Dimension Bewusstsein, kann man sagen. Wir manifestieren immer schneller und wir werden einfacher geführt. Und was jetzt kommt, wird alle Menschen wecken. Das Licht wird immer stärker. Es wird wahrscheinlich ein großes Ereignis geben. Oder es wird sicher ein großes Ereignis geben, nach meiner Wahrnehmung. Wir werden jetzt darauf vorbereitet, schon in den letzten Jahren immer mehr. Und das wird nochmal den Veränderungsprozess, den Wandel auf dieser Erde beschleunigen. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Dann gibt es immer noch Menschen, die haben sich von der Seele halt so entschieden, die wollen diese Veränderung nicht. Und das ist auch okay. Und die anderen, die ziehen wir automatisch mit. Alle, die sich dieses Video bis hierhin angeschaut haben, ihr gehört alle dazu. Ihr seid schon die Vorreiter. Und was ich auch gestern gesagt habe, kümmere dich um dich selber, dann füttern wir automatisch das kollektive Bewusstsein der Menschen, wie beim 100
Affen. Bei der 100-Affen-Theorie, eigentlich Praxis kann man sagen, wie ich schon gesagt habe, ich wiederhole das gerne nochmal für die neuen Zuschauer, ganz kurz. Es wurde beobachtet, wie ein Affe auf einer Insel in Japan sein Verhalten verändert hat und plötzlich Kartoffel, bevor er sie gegessen hat, gewaschen hat im Wasser. Andere Affen haben das sich abgeschaut und ebenso gemacht. Bis eine kritische Masse erreicht wurde, plötzlich haben das Affen zur gleichen Zeit, kurz danach, auf der Nachbarinsel gemacht, obwohl sie gar keinen Kontakt zueinander hatten. Und das ist das All-Ein-Bewusstsein. Wir sind alle verbunden. Wir brauchen da gar keinen Druck zu machen, wir brauchen da nicht kämpfen, einfach uns um uns kümmern, unsere Schwingung möglichst erhöhen, in Liebe, in Frieden, in der Freude sein, das Außen außen sein lassen, ja, alles, was jetzt im Weltgeschehen geschieht, das an uns passieren lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, wenn wir da in der Angst, in die Angst gehen, in die Sorge, dann unterstützen wir den nicht, den Prozess des Wandels ins Lichtvolle. Das ist genau das, was die Gegenseite bewirken möchte mit diesen Kriegen und so weiter. Daher bitte ich auch darum, nicht mehr solche Dinge sich mehr anzuschauen und gar zu teilen und zu verbreiten, sondern Liebe und Hoffnung und Zuversicht in sich zu tragen und zu verbreiten. Ja? Zum Beispiel dieses Video. Das darf gerne verbreitet werden. Das ist für die Menschheit eine Botschaft, für Menschen, vor allem die schon weiter sind. Und ein Tipp noch: Bewertet nichts und niemanden negativ. Es ist alles gut, so wie es ist. Es dient dem Wandel. Wir haben so eine Kraft, wir haben so eine Macht. Wir kommen jetzt in die Selbstermächtigung und wir nehmen unser Leben selbst in die Hand. Und wenn das viele machen, dann sind wir frei und im Frieden. Und dann entsteht Magisches. Dann erschaffen wir das Paradies auf Erden und nicht erst nach dem Tod, wie das uns manche Schriften verklickern wollen, manche Massenmedien. Okay, also ich wünsche euch einen wundervollen Tag oder Abend in Licht und Liebe, Gottes Segen. Euer Adel, Gordi, Buddy. Ciao.